Damit herzlich willkommen in einer neuen Folge DR Billions. Fehlentscheidung vom Bürgermeister bis hin zu... lächerlich, was ich da gerade gemacht habe. Mir fehlt es an vielerlei Dinge, aber vor allem hier an Sicherheit. Ich habe gerade ein bisschen Angst, ohne Scheiß, dass mir hier... Bude volllaufen hier oben. Ich glaube, ich muss hier jetzt wirklich ein bisschen auf Sicherheit gehen. Indem ich... Einen Moment. Jetzt mal schauen. Hier ist alles erforscht bis auf den Scheißhaufen. Ich kann hier das Steingebäude bauen, das weiß ich. Nein, nicht hier. Hier natürlich. Kostet mich Energie und Holz. Das ist natürlich bitter. Das kostet mich Holz. Dann einmal bitte Holz. Vielen Dank. Dann bekommen wir hier Energie. Und wenn ich hier Energie bekomme, dann bin ich zufrieden. Dann sind wir alle zufrieden, denn es muss ja weitergehen in unserer apokalyptischen Stadt. Kann hier nicht sein, dass es hier einen Stillstand, eine Stagnation gibt. Nein. Und dann eine Farm. Wird die Farm? Die Farm wird gerade gebaut, damit ich auch weiter expandieren kann. Ich brauche mehr Einwohner. Was nützt mir das hier? Das ist gar nichts. Ich brauche Energie und Nahrung. Deswegen baue ich das ja. Und ich möchte hier schließen. Okay, ich komme hier echt weit. Ja gut, hier muss ich nicht mehr raus. Hier kann ich eigentlich normal abschließen. Was soll denn das? Achso, muss einen Abstand haben. Ich glaube, die Quarry baue ich hier hin. Und hierzu, wenn das die Möglichkeit ist. Ich hoffe, es ist möglich. Wenn nicht, ist schlecht. Aber so ist das halt. Weiter ausbauen. Holz habe ich und Arbeiter habe ich auch. Ich will hier hoch und hier hoch. Ist nicht ideal, aber ich muss irgendwo beginnen. Das muss das hier säubern. Ich brauche hier ein paar Scharfschützen. Scharfschützen sind doch unterwegs, oder? Komm schon. Einer ist hier unterwegs. Und da wird der nächste schon ausgebildet. Sehr gut. Stopp. Der kommt jetzt hier hoch. Der Scharfschütze ist wohin gelaufen? Oh, nice. Verstehe jetzt, wofür die dicken Gänge sind. Farm ist abgeschlossen. Eins. Geht mir noch? Ja, ich glaube, ich muss noch einen zweiten bauen. Sicherheitshalber. Also nochmal. So. Und hier hinten eine Jagdhütte mit... Nur wenn es sich auszahlt. Nein, niemals. Dafür opfere ich keinen Arbeiter. Wobei, es ist ein Energie. Ich brauche nicht mal einen Arbeiter. Sehr gut. Aber ich muss wieder fokussiert bleiben. Ich muss gut aufpassen hier. Ich will hier weiter fortschreiten. Hier ist zu. Hier ist zu. Aber ist hier Ende? Nein. Ja, hier wird geschlossen. Lächerlich. Alles andere wäre Mist. Wichtig ist halt, wie geschlossen wird. So. Wird natürlich vorgerückt. Stopp. Es ist wirklich ein Stop and Go hier. Hier wurde erledigt. Und hier muss ich wirklich nicht mehr raus. Wie weit komme ich dahin? Nicht so nah am Kartenrand. Das ist Kartenrand. Das ist nicht Kartenrand. Das heißt, das hier wird meine... Wie heißt das? Demarkationslinie. Ist es das? Dann kann ich hier vorher noch Verlangsamung bauen. Hier kann ich leider nicht. Das ist scheiße, dass man hier nichts bauen kann. Aber so ist es einfach. So, stopp. Es wird geschossen. Hier wird aufgepasst. Ja. Vorrücken. Gemeinsam sollten die das schon hinkriegen hier. Nur einzelne Einheiten. So, Tag 21. Die nächstgrößere Welle wird kommen. Muss kommen. Ich möchte, dass hier zuerst auf die stark Infizierten geschossen wird. Stück für Stück vorrücken. Wie gesagt, das hier muss geschlossen werden. Dafür nehme ich dann auch die Guten. Dann später. Ich glaube, ich habe das
Das ist lächerlich, dass ich hier so bauen muss, aber na gut, so ist das halt. Wir kommen schon wieder City of Doom. Heißt, hier in diese Richtung. Er sollte hier alles abdecken, dass kein Durchkommen ist. Mehr Sniperos müsste ich bauen. Denn ich habe die Kohle. Ich habe dieses komische Ding noch nicht gebaut, ne? Einmal weg hier. Hab das Bonusgebäude, also das Zusatzgebäude noch nicht gebaut. Steinmetz wegen Holz und ich brauche 1000 Gold. 1000 Gold habe ich gleich und das Holz habe ich auch. Denn ja, ich habe das vergessen. Habe ich hier eines, habe ich hier oben hingebaut. Die Frage ist immer noch, kann ich das jetzt abreißen, wenn ich möchte? Ja, jetzt kann ich es bauen. Gute Frage, nächste Frage. Und ich will die Bank dann hier hinsetzen. Deswegen, ich setze das mal. Ist das blöd hier? Ja, hier ist Eisen. Hier wäre eine Verteidigung, aber gut, das stört mich jetzt nicht so krass, wenn das eingenommen werden würde, was nicht sollte. Oh, 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 was geht hier ab? Ne, das ist nur marginaler Einschränkung hier. Ich habe so viele Leute. Ich muss schon wieder Hütten bauen, aber warte, ich kann doch die Stärken bauen. Nein, stopp, das wollte ich doch nicht. Ich wollte doch hier warten, ob ich hier die Bank bauen muss. Was war's jetzt mit dem Holz? Holz ist wichtig, wie es aussieht. Holz bringt's. Weil die sind hier oben. Ja, sind ein bisschen im Bedrängnis jetzt. Komm schon, klein ab. Ja, die sollten nicht so weit nach vorne gehen. Hier ist okay, aber dann... Ich brauche einfach mehr. Stopp. Oh, der kommt. Hier hin. Hier wurde gebaut. Aber ich hab's. Muss ich sonst was bauen? Nein, deswegen wird das auch noch geforscht. Ja, die sollten halten. Hallo? Danach muss ich mich hier oben drum kümmern, es hilft alles nichts. Aber wichtig ist einmal, hier das hier nicht zu vergessen. Und ich kann ja natürlich den geilen Scheiß noch mit einsammeln. Aber den werde ich dann später dringender brauchen. Kann hier sein, dass hier auch noch eine City of Doom ist. Ist einfach, oha, so viel da. Ist einfach so viel. Da kommt einfach viel, zumindest sieht es so aus. Sieht aus, da ist echt viel. Oh, Sniper is ready. Nein, ich möchte hier zuerst abgrenzen. Und habe ich nicht? Habe doch. Ich habe zuerst den Markt gebaut. Habe ich nicht eine Lagerhalle gebaut? Wollte ich das? Ich habe kein immer nur noch 50. Ich habe vergessen, hier eine Lagerhalle zu machen. Augenscheinlich. Ich habe vergessen, hier eine Lagerhalle zu machen. Und ich habe viel zu wenig Stein. Das muss dann auch noch weiter. Da, jetzt eine Lagerhalle. Immer noch nicht. Und Stein. Unbedingt. Stein, Stein, Stein. Ganz viele Quarries. Werde ich dann hier realisieren. So. Lagerhalle. Warte. Doch nicht blöd, ich habe das Teil doch schon mal gebaut. Habe ich es nicht hier unten in Auftrag gegeben? Anscheinend nicht. Anscheinend bin ich blöd und ich habe es noch nicht gebaut. Damit habe ich jetzt stark gerechnet. Nein, das, so will ich das nicht. Nee. Baut das nicht so, ihr schwächt eure eigene Verteidigungslinie. Moment. Das muss so gebaut werden. So. Denn hier dazwischen kann ich da noch Fallen bauen. Hier kann sein, dass ich noch Verstärkung brauchen werde. Wie sieht's denn aus? Noch nicht fertig gebaut. Hütten, Hütten braucht das Land. Ich kann Zelte bauen, aber da muss ich die doch wieder upgraden. Wobei, besser zählt ja als gar nichts, upgraden ist dann... Muss ich mal nachlesen, ob upgraden billiger ist, oder ob es billiger ist. Was hat jetzt? Noch an nix. Das ist nur hier oben, okay. Yes, give me something to shoot. Our defenses are being attacked.
Es sind überall richtig viele. Kann es sein, dass das hier die Horden-Map ist? Da ist das Kraftwerk, Steinhaus, Steinhausbach noch nicht, die Bank. Zerei wäre wichtig, Stockturm mag ich irgendwie nicht. Steinmauer ist praktisch, aber zuerst gibt es die Bank und danach gibt es das Steinhaus. Also alles aus Stein. Bis dahin habe ich hier noch Großes vor. Farmen müssen gebaut werden. Es ist eigentlich sehr, sehr repetitiv. Und deswegen möchte ich euch fragen, interessiert euch das überhaupt? Weil es ja doch schon eher repetitiv ist. Wisst ihr, was ich meine? Es ist, man sieht es einmal und dann hat man quasi das Spiel gesehen. Das richtig Interessante ist dann nur noch, schafft man es denn mit seiner Spielweise überhaupt nach vorne zu kommen oder ist da hier schon wieder Ende angesagt? Das ist eigentlich alles, was dann zählt. Oh nein, ich will ja nicht so weit nach vorne, dass das hier angegriffen wird. Oha, da ist dann jemand durchgebrochen, wie es aussieht. Gut, dass ich das gebaut habe. Das war wirklich gut. Ansonsten hätte ich schon wieder mega Spread durch meine Colony. Ja, ja, bitte. Kannst du ruhig drauf schießen, kein Problem. Ich habe Zeit. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wenn etwas nicht abgedeckt ist, dass dann einfach Untote entstehen. Also wenn, ich glaube, das Spiel macht es so und das ist nur eine Vermutung, das muss natürlich nicht stimmen. Aber für mich sieht es zuweilen so aus, als wenn ein Bereich nicht ausgeleuchtet wäre. Also wie zum Beispiel hier diese Ecke unten, dass hier einfach ein Untoter spawnt. Egal, ob es einem, also egal, ob es einen Zugang gäbe oder nicht, der kommt dann einfach an. Und sagt, hallo, wie geht es dir? Ich möchte dich gerne fressen, zum Beispiel. Kann mich natürlich irren, ich hoffe, ich irre mich, denn das wäre ein Mega-Scheiße, wäre das. Ich muss jetzt Queries, Steinbrüche machen. Wäre Mega-Scheiße und es würde mir nicht gefallen, dann muss man wirklich alles gut ausleuchten. Aber es ist natürlich durchaus im Bereich des Möglichen. Und ja, ich weiß, ich habe hier oben ein großes Problem. Oberen Bereich. Hier. Es ist ein großer Bereich, den ich noch nicht kontrolliere. Wenn jetzt eine Horde kommt, dann bin ich wahrscheinlich gekickt. Außer die Horde ist ziemlich klein. Glaube ich, baue. Kann ich noch nicht. Kann ich aber in Kürze. Ich baue hier oben eine Ballista Tower hin. Hier werde ich dann das wahrscheinlich auch machen, um den Bereich abzudecken. Ich brauche etwas, auf das die triggern. Und ich wollte etwas bauen, was ich schon wieder vergessen habe, was ich bauen wollte. Ja, Steinbrüche wollte ich bauen. So. Ich brauche Stein. Und ich brauche Gold. Und ich brauche alles so schnell wie möglich. 4 und 4 Eisen. Ja, das ist gut. So mache ich das. Und dann fehlen mir aber ein paar Ressourcen. Aber ich muss das abbauen hier. Und auch hier oben, deswegen bin ich hier hin. Weil 8 Steine ist zu wenig. Ich muss das hier alles ausbauen. Hier kommt die Bank hin. Und dann Friede, Freude, Eierkuchen. Oh shit, der ist zu nah dran. Der ist zu nah dran. Die sind echt langsam, die sind echt langsam. Alter Schwede, give it to me, baby! Vielen Dank. Stopp. Da. Nah genug? Ja, komm, ist nah genug, scheiß drauf. Einfach in die Mitte hier hinholzen. Den nehmen wir hier zurück, damit hier nichts durchzwitscht. Da. Ich muss das irgendwann säubern, das ist klar, aber ich glaube, ich verzichte jetzt hier drauf, den großen Bereich da unten zu säubern. Hier bin ich nämlich gleich zu. Ich kann hier gleich zubauen, wie sieht's aus? Da. Das. Ja, ich habe schon wieder den Faden verloren. Wie gesagt, das ist einfach übel. Wie seht ihr das? Wollt ihr von diesem Spiel überhaupt mehr sehen, denn es ist stark repetitiv? Oder reicht es euch hier nach dieser Stage? Ich zeige euch natürlich gerne alle Stages. Mit dem Wissen, dass ich auf, dass ich nicht gut bin in dem Spiel. Oder sagen wir es so, ich will jetzt nicht von mir selbst behaupten, dass ich nicht gut bin. Ich habe noch viel zu lernen in diesem Spiel. Und das merkt man auch. Aber das werde ich auch Stück für Stück von Stage zu Stage. Ich glaube, ich habe für das, dass ich erst 20 Stunden gespielt habe, also quasi Stage 1 und Stage 2,
gibt es durchaus Leute, die schlechter sind als ich. Ich fühle mich momentan so, als hätte ich ziemlich viel kontrolliert. Es kann natürlich sein, dass die Bauweise, die ich hier pflege, nicht so zielbringend ist wie eine andere. Das ist durchaus möglich. Und dass man es besser machen könnte, vor allem mit Verteidigungsanlagen schlechthin. Oder aber auch mit der Anordnung. Oh, jetzt wird gespeichert. Das ist niemals gut. Das ist niemals gut. Deswegen, schreibt Tipps rein. Schreibt ja oder nein. Gerne mehr. Oder interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich werde es natürlich privat trotzdem spielen. Das ist glasklar. Aber für euch macht es einen Unterschied. Denn das belegt den 18-Uhr-Slot. Muss ja nicht wieder was kommen. Ich glaube, ein Video pro Tag sollte für meinen Kanal hier reichen. Und das hier ist hier als Plus quasi. Also das Hearts of Iron spiele ich gerne privat und spiele es immer. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht zeigen. Und das hier auch. Das sind so quasi, wie es auf YouTube heißt, diese Singleplayer-Let's Plays. Dem kannte ich mich nie anfreunden. Aber es ist einfach, ihr schaut mir zu und ich labere. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video.